auf meinen Pfiff läufst du los und du voll in der Mitte und haut euch um, was das Zeug hält. Okay, und... Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Freunde, ihr werdet nicht glauben, was gestern passiert ist, okay? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe letztens das hier an Essen bestellt. Und dann kamen noch einmal Nudeln an, die nicht gekocht waren. 1,5 Minuten kochen lassen, was ist das? Und gestern um 1 Uhr ist es passiert. Ladies and Gentlemen, ich habe Essen bestellt, an dem ich nicht halb gestorben bin. Aber anderes Thema. Mir ist heute früh aufgefallen, wie verfickt traurig es einfach ist. Ich wohne jetzt seit einem Jahr in Köln und meine Wohnung sieht immer noch so aus. Was ist das? Was ist das? Das hier ist meine Küche, Bro. Hier esse ich. Das hier ist der Raum für die Wäsche. What the fuck, Bro? Und was wirklich am allertraurigsten ist, mein fucking Schlafzimmer sieht aus, als würde hier so ein fucking Crack-Junkie wohnen. Aber in genau 2 Tagen komme ich endlich meine Möbel. Digga, ich kann es nicht erwarten, wirklich. Alter, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ach so, ja moin, ich habe noch eine Sache vergessen. Hier lager ich meine Getränke. Pastello an die Wand. Ja, die Sonne macht mich bauen. Freunde, neues Paschalim-Album ist draußen oder EP oder so und ist einfach nur herrlich. Checkt den alle aus. Hashtag Werbung. Was geht ab? Yo, ich mach mich jetzt auf die Socken, ja? Geilo, ich freu mir. Das wird toll. Das wird super toll. Bis dann. Bis gleichi. Tschüss, Freund. Tschüss, Freund. Digga, Felix ist so komisch manchmal. Und manchmal überlege ich, auf offener Straße zu driften, Alter, wie wir es damals gemacht haben. Als wäre ich so 40, Bro. Es ist so 2 Monate her oder so. Oh, hier kleiner Ausschnitt. Oh, fuck! Holy shit! Boah, Bruder, meinst du, mein Auto kommt hier durch? Das ist ein bisschen Offroad-Shit hier, ne? Ja, komm, fuck it, wir tryen's. Ich sag mal, was soll schon schief gehen, oder? Jetzt geben wir richtig Gas. Digga, nein! Das war ein Joke! Bro, der hat tatsächlich ganz gut überlebt, oder? Hä, hey, sieht aus wie neu, Digga. Das ist eine Offroad-Maschine. Der ist gemacht für Offroad. Ja, ist nichts passiert. Ich pack aber trotzdem nochmal um. Digga, nicht so weit, nicht so weit nach vorne. Oh mein Gott. Nicht so weit nach vorne, Digga. Was ist passiert? Du hast die Steine berührt. Oh shit, man. Oh shit. Warte, wir machen. So. Oh mein Gott. So, passt schon. Okay, wir können. Passt gut, oder? Kleiner Funfact, die Hälfte von den Leuten hier mag eigentlich gar nicht da sein. Rob meinte, er hat gar keinen Bock, er ist nur da, wenn keine andere Zeit hat. Freunde, wir sind heute beim Bubble-Fußball, wo man sich in so eine Blase eindenkt, so eine schöne Fußball. Dave ist ja auch gerade ein bisschen am Vloggen. Man sieht dich so 3 Monate nicht, auf einmal kommt er so wieder, Junge. Was ist passiert, Digga? Ich bin Techie. Das ist diese Insta... 360, ja. Die zahlen uns nicht, Meijer. Wir wollen den Namen nicht erwähnen, nee. Oh, okay, sorry. Die zahlen uns nicht? Nee. Ja, mir haben die Kohle gegeben. Wie alle. Her damit. Geil. Ich habe nur meine Laufschuhe, die sind dreckig, meine Boxschuhe kann ich nicht benutzen und dann habe ich keine anderen Schuhe mehr. Ich besitze 3 Paar Schuhe. Flex halt. Ich wusste nicht, dass Rumata reich ist. Auf einmal September, er kann sich 3 Schuhe leisten, Digga. Dann müssen wir jetzt nicht umziehen erstmal? Ach so, ja, umziehen. Alter, das ist richtig DDR hier. Das riecht auch richtig wie Schule. Dieser eine, der immer so übertrieben hat mit seinem scheiß Schweißgeruch, Alter. Ja. Hat jemand zufällig Axe Dark Temptation dabei? Geburtstagsgeschenk, 7. Klasse. Ja. Was schenken wir? Drei Dosen Axe, das Dark Temptation soll krank sein. Willst du damit zocken? So werde ich spielen, ja. Film? Das ist ja nix. Das ist ja schon so. Das ist nichts? Na, das ist keine Sportkleidung da. Das ist eine Jogginghose von Ola Kala. Ola Kala! Bitte was? Von welcher Marke? Wie läuft das jetzt ab? Wir gehen da jetzt einfach rein und dann geht's los, oder wie? Kämpfen wir. Okay, warte, ich geh auch in eins rein. Auf meinen Pfiff läufst du los und du voll in der Mitte und haut euch um, was das Zeug hält. Okay, und... Holy shit! Verfickter Psychopath, Alter! Okay, Freunde, jetzt geht's richtig los mit Fußball, let's go! 3, 2, 1, go! Das ist so anstrengend! Okay. Gar nicht mehr. Ich weiß nicht, oder? Die Jungs sind nach jeder Pause aus.
geile Runde, die war geil. Ich hab leider gedacht, dass Majin mitspielt. Hab ihn angespielt. Bruder, was? Das ist der Kameramann, der hat nicht meine Bubble um. Ja, du hast nicht meine Bubble um. Aber ich hab keine Brille auf. Für mich seht ihr alle gleich aus gerade. Digga, wirklich, ich meine so, danke, du machst das Spiel hierher. Digga, du schießt einfach komplett anders hin. Aber dann ist mir auch gefallen, du bist einfach blind, du hast ja keine Brille auf. Ja, ich kann euch nur noch an eurer Haarfarbe unterscheiden, alle. Ey, irgendwie war unser Team echt scheiße. Was war denn da los, Alter? Also, wir haben alle Spiele verloren, wo ich drin war. Komisch. Aber ich merke auf jeden Fall, wenn ich gegen Abroad in Japan boxen will, dann muss ich noch ein bisschen zulegen an Ausdauer. Weil wir haben legit 7 Minuten gespielt und ich war komplett fertig. Umata, kannst du mich zum Essen tragen, bitte? Dave, kriegst du uns beide weg? Kriegst du uns beide hochgehoben? Nein. Doch. Auf keinen Fall. Okay, und? Oh, nee! Oh, ja. Oh. Geht nicht. Ja, machen wir eine Post. Geht nicht. Wir werden das jetzt hier bearbeiten einfach. Nee. 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 Okay. Nee. Dave hat kein Navi und fährt uns einfach hinterher. Der Twist ist jetzt nur, wir haben Navi und wir haben uns trotzdem verfahren. So eine Scheiße schon wieder, ey. Ich glaub, du musst tanken. Oh. Guck mal, das Ding ist, wir haben noch 16 Kilometer und wir fahren 9,3. Also technisch gesehen müssen wir nicht tanken. Ich muss diese Brücke anziehen. Na, wir haben doch noch einen Kilometer. Ist doch perfekt. Freunde, da will noch mal jemand sagen, ich kann nicht gut kalkulieren. Digga, und du wolltest tanken gehen, so dumm. Ah. Okay, wir haben jetzt gegessen und jetzt muss ich unbedingt eine Tankstelle finden, sonst wird es richtig, richtig knapp. Vorhin war ich noch richtig gechillt, aber jetzt habe ich richtig Angst. Okay, dann geht die Challenge los, Freunde. Wir sind aus dem Parkhaus raus, wir haben 2 Kilometer und wir müssen 2,7 fahren. Freunde, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen für das Feedback auf den Box-Vlog, beziehungsweise auf die Ankündigung, dass ich demnächst im Dezember boxe. Ich bin unfassbar hyped. Das einzige Problem ist nur, ich konnte immer noch nicht anfangen mit Training, weil ich noch krank geworden bin, aber morgen ist das erste Training, Digga. Bruder, komm, fahr jetzt. Wir sind on a budget gerade, wir können jetzt hier nicht stehen bleiben. Aber ist auch irgendwie mal ein geiler Nervenkitzel, oder? Schon nice. Deswegen gib mal richtig Gas und bei Klimaanlage wieder an. Soll ich nochmal durchheizen, damit es richtig spannend wird? Ja, komm, mach mal. Ey, willst du noch Sitzheizung anmachen, Bruder? Oh, ey, wir haben's ja. 28 Grad. Ja, mach 28 Grad, Digga, volle Pulle, Digga. Ja, Bruder, Sitzheizung bei beiden Radio an, klar. An, Radio noch, Digga, hier, Pascha, die kommt. Yo, ey. In den Himmel, die Odin Sonntag. Okay, 300 Meter noch, Bruder. Okay. We did it. Miguel, weil ich der beste Autofahrer Deutschlands bin. Ich sag dir, wie es ist. Ich will aufhören, dieses Auto zuzumachen wie ein Panzer, Digga. Love tankening. Was tankt ihr am liebsten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Okay, Freunde, wir haben inzwischen abends. Ich hänge jetzt noch mit Henke ab und er meint, er hat eine neue Mitbewohnerin. Und die hat Katzen. Und die Dinger gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wo sind die Viecher? Ey, du sagst, die ist voll unaufgeräumt. Warum? Hier lebt so ein wildes Ronny Berger in deinem Bett. Ey, weißt du was? Ich hab eine neue App. Willst du mal sehen? Das ist total krass. Ich kann hier so Bier auffüllen. Und ich kann das so. Pass auf, du wirst es nicht glauben. Boah, nee. Nein, hör mir auf. Es ist wie echtes Bier. Bro, ich dachte, ich komme jetzt hier hoch, guck mir ein paar süße Katzen an, stattdessen sitzt hier Ronny Berger auf deinem dreckigen Bett, Digga, und zeigt mir diese Bier-App aus 2012. Scheiße, ja, aber wo sind jetzt die Viecher? Hallo. So eine schöne Katze, Mann. Okay, Freunde, ich gehe jetzt pennen. Morgen ist ein Big Day. Mein erstes Boxtraining steht an. Dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Wird geil. Ich habe heute mal versucht, so ein Daily-Vlog-Ding auszuprobieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es der Fall ist, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.